Ja, hi, frisch auf bei Potternander aus der Westrupper Heide. Diesmal bei Tag. Allerfeinstes Frühlingswetter. Der Parkplatz ist gut gefüllt. Ich habe Bock, wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann kommt doch einfach mit. Auf geht's. Und da sind wir auch schon vom Wanderparkplatz nur einmal kurz über die vielbefahrene Straße, den Flaßheimer Damm. Und dann sind wir auch schon mittendrin in der wunderschönen und wirklich absolut faszinierenden Westrupper Heide. Ich lasse mich ein bisschen verwöhnen und verführen. Das ist wirklich ein Hochgenuss. Kommt einfach mit. Auf geht's. So, dafür ist die Heide auch bekannt. Und zwar ist das hier der Wacholder, der hier sehr urwüchsig gedeiht. Wunderschön. Ja, die Westrupper Heide sind wir jetzt schon mal durchschritten, durch die urwüchsigen Wacholderbäume, Sträucher, und befinden uns dann somit hier auf dem Hohen Marksteig. Ja, Heidewandern finde ich super. Weiter geht's. Und da sind wir auch schon beim Jupp.
der Erlebnisbiergarten, der wirklich echt ein super Tipp ist. Tolles Ausflugsziel, auch immer gerne besucht. Ja, jetzt leider gehen und leer. Aber was ich schön finde, da oben ein Bienenstock. Also gibt es wahrscheinlich auch den eigenen Honig und eine Webcam sorgt auch dafür, dass man, glaube ich, ja, die Bienen auch noch bei der Arbeit beobachten kann. Finde ich sehr originell. Auch besonders toll finde ich jetzt nicht nur die Wurzel hier einer 100-jährigen Eiche aus dem Norden Lembeck, sondern wenn du mal hier Pipi machen musst, dann gehst du auf den Baum 17. Jo, und gegessen wird hier in Eichenfässern, also urig, total geil. Hier befindet sich der Kletterpark oder Kletterwald Haltern. Ich habe mich da bisher noch nicht drauf getraut, aber ich gucke auch total gerne zu. Ich finde, dieser Kletterpark ist super gepflegt, er ist total abwechslungsreich, hat verschiedene Schwierigkeits- und vor allen Dingen ja, Schwierigkeitsgrade und vor allen Dingen auch Höhen. So ist für jeden was dabei. Ja, Geschirr anlegen, das passiert wohl mit Hilfe. Ja, und glaube ich heutzutage oder momentan nur mit Anmeldung, Reservierung. Ach, wer blickt denn da noch durch? Mettwurst. Köstlich. Herrlich. Wären wir auch schon fertig mit dem kleinen Rundweg, da die Westrupper Heide aber ja nur recht klein ist und der Weg schnell aus der Heide herausführte entlang
der Stauseen, möchte ich doch abschließend jetzt nicht doch einfach nur die Bundesstraße oder die Landstraße entlang zurück zum Parkplatz gehen, sondern einfach noch mal ein bisschen durch die Heide schlendern. Ja, genau das. Boah, vorhin war das richtig warm. 15 Grad mindestens. Dann in der Heide mit dem Sandboden hier. Ich habe geschwitzt wie ein Bulle. Boah, und seit dem Päuschen, welches ich gemacht habe, ist mir kalt geworden. Siehst du? Und das ist das. So eine Pause wirft dich ja immer nur wieder um Jahre zurück. Ne? Naja, jetzt ist die Sonne auch weg, es wird ein bisschen frischer. Eigentlich jetzt ideal, das war vorhin richtig warm. Boah. Ah. Wahnsinn, ich freue mich. Oh Mann, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder aufs nächste Mal hier in der Heide. Das sieht wahnsinnig geil aus. Super, ich bin echt so überwältigt. Hallo Hallöchen, also das war es dann auch schon wieder von meiner kleinen Wanderung durch die Westburger Heide. Hier bei Haltern am See im Hohenmarkt Westmünsterland Naturpark. Hohenmarkt, ja, also zu jeder Jahreszeit die Westburger Heide. Wirklich malerisch. Wenn ich könnte, ausdrücken, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man so eine Landschaft eigentlich gebührend schön beschreiben sollte. Ah, sonnig gestartet, es war früh, es war wirklich warm. Ich habe geschwitzt. Jetzt ist die Sonne weg, es wird frisch. Naja, können wir auch die Kamera einpacken. Jetzt geht wieder ab nach Hause. War jedenfalls ein schöner Rundwanderweg. Gut, man verlässt relativ schnell die Heidelandschaft und begibt sich dann entlang des hohen Marksteiges an den Stauseen entlang. Gut, sollte man abschließend nochmal der Heide einen Besuch abstatten. Ansonsten ist man da relativ schnell raus. Ich kann die Tour trotzdem nur empfehlen und werde sie später in der Videobeschreibung online stellen. Gibt es aber auch überall, glaube ich,
Heide, Altern am See. Geht hin, geht raus, bleibt gesund, habt Spaß, genießt die Natur und vor allen Dingen ladet den Müll nicht ab. Die Heidelandschaft ist leider Gottes an vielen Stellen fürchterlich vermüllt. Ach, wie schade. Nun gut, wollen wir nicht moralisch klingen, nehmt euren Müll einfach mit, so wie sich das gehört. Also, macht es gut, bleibt gesund, euer Strömi von Portananda. Ciao. So, da bin ich jetzt auch schon wieder. Schöne Runde, hat super viel Spaß gemacht. Ich muss mal gucken, ich habe den ursprünglichen Track ein bisschen abgewandelt. Von daher ging es dann gegen Ende nochmal kreuz und quer durch die Westruppe Heide. Das war sehr schön. Und so hat die Tour nochmal einen würdigen Abschluss erhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein kleines bisschen infizieren, auch mal wieder rauszugehen. Himmel und Heide. In Haltern am See. Bleibt gesund, geht raus, macht irgendwas, genießt die Natur und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Strömi von Portananda.